und herzlich willkommen am Der Gerz macht. Heute möchte ich anfangen mit meinen Gyros vorzubereiten. Der muss ungefähr 12 bis 18 Stunden marinieren. So, ich mache den Gyros für meine lieblingsangereicherte Cousine Irinka aus Niedersachsen, weil bei denen heißt es nicht Gyros, bei denen heißt es Gyros. Irinka, für dich ein leckeres Gyros-Rezept. Lass dich mal überraschen. Bis gleich. Zuerst mache ich Marinade für meinen Gyros oder Gyros, richtig gesagt. Dafür brauche ich 2 grobe Zwiebeln. Die habe ich geschnitten, grob. Werde ich nur grob zu drücken, damit die ein bisschen Saft abgeben. Dann habe ich etwas Knoblauch schon gerieben, gepresst. Gute, ja, sehr gute, 2 bis 3 Teelöffel Knoblauch, der Rest geht für Tzatziki. Dann brauche ich süße rote Paprika, da tun wir auch gescheit rein, ungefähr 1 bis 2 Esslöffel. Genauso Oregano, getrocknet, auch gut rein tun, 1 bis 2 Esslöffel. Dann, jetzt habe ich keinen Himalaya-Salz, habe ich ganz normalen Meeressalz, grob. Dann nehme ich auch, ja, hier muss ich etwas genauer gehen, hier nehme ich, ich habe 2,7 Kilo Fleisch, hier nehme ich 4 große Esslöffel Salz. Das alles werde ich jetzt mit ca. 500 bis 1 Liter reine Buttermilch mit aufgießen. Durch die Buttermilch, durch die Milchsäure, wird das Fleisch richtig saftig und weich. Ein Stück lasse ich über, also Hälfte ungefähr. Jetzt habe ich ungefähr 750, 800 ml Buttermilch drin. Das alles vermenge ich zu einer Soße, zur Marinade. So ist die Marinade jetzt fertig für mein Gyros, Irinkas Art. Gleich werde ich das Fleisch schneiden, dann marinieren für ca. Gute 18 Stunden. Wie ich schon gesagt habe, ich habe ungefähr 2,7 Kilo Hacken, schön durchwachsen. Wir haben hier bei uns in Bergischen einen sehr guten Fleischlieferant, da bleibt dir kein Wunsch offen. So, schneide ich das Fleisch jetzt ungefähr 0,5 Zentimeter bis Zentimeter dicke Scheiben. So sehen die Scheiben aus und die tue ich dann direkt da rein. Jetzt tue ich das rein in den Kühlschrank für ca. 18 Stunden. Die letzten 3-4 Stunden werde ich das Kühlschrank rausholen vom Grillen, werde ich das bei Zimmertemperatur schon mal anwärmen. Und dann geht das für 2 bis 3 Stunden auf meinen Gasgrill auf den Drehspieß. Dann sehen wir uns morgen am Grill. Ja, willkommen zurück. Nach 18 Stunden Marinierzeit werde ich jetzt mein Fleisch komplett aufspießen und dann machen wir auch unser Grill an für ca. nächste 2,5 bis 3 Stunden. Dazu nehme ich ein einzelne Stücke und ziehe ich die erstmal, nehme ein längs so und ein nehme den andersrum längs. So, jetzt habe ich den ganzen gleich aufgespießt. Mein Gyros für meine Lieblingscousinchen Irinka, ein Gyros. Jetzt kommt noch der restliche Sud, habe ich über Fleisch gegossen. Jetzt kommt noch eine Flasche Weißbier da unten rein. Können wir schon mal unsere Drehspieß anmachen. Läuft. Unten mache ich die ganze Flasche Bier rein, damit Bier erhitzt und durch den Dämpfe das ganze Fleisch und jede Menge Kräuter noch. Rosmarin, Lorbeer frisch, Thymian,
und Oregano. Kommt alles in den Sud rein. So, das lassen wir jetzt ungefähr für 2,5 bis 3 oder es war vielleicht 3 oder 4 Stunden langsam bis 180 Grad drehen. Hin und wieder werde ich mal nachschauen und mit diesem Sud wieder das Fleisch übergießen. Ja, dann sehen wir uns später, wenn das Fleisch soweit fertig ist. So, jetzt ist mein Gyros nach 3 Stunden auf dem Spieß richtig fertig. Sieht richtig knusprig aus, riecht sehr, sehr lecker. Jetzt mache ich meinen Spieß aus, nehme ich den raus aus dem Grill, schneide ich runter. Dazu gibt es selbstgemachte Tzatziki natürlich, Krautsalat, natürlich auch selbstgemacht, und Kartoffellecken. Sehen wir uns gleich wieder am Tisch. Jetzt ist der fertig, habe ich runtergenommen. Jetzt schneide ich ihn runter, den halt Gyrosstreifen. Der ist komplett durchgebraten. Der war jetzt ziemlich genau 3 Stunden auf dem Grill. Jetzt ist mein Gyros Irinka fertig. Dazu habe ich Kartoffelchen gemacht, Krautsalat, Tzatziki, Peperoni. So, ich möchte mich noch bei allen bedanken, die mich zuschauen, die mich liken, die mich abonnieren. Insbesondere meine liebste Cousinchen Irinka. Für sie habe ich nicht Gyros, sondern ein Gyros gemacht. So, so sieht das fertig aus. Vielen Dank dafür. Und was fehlt noch beim griechischen Essen? Natürlich ein lecker Ouzo. Ohne Ouzo gibt es kein griechisches Essen. Schalten Sie wieder ein, wenn das heißt, der Gerd Max Yamas.